herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Podcast mit Animal Crossing New Leaf. Wir haben immer noch das Feuerwerk und ich habe inzwischen auch herausgefunden, weshalb das Feuerwerk denn eigentlich da ist. Hat einfach den Hintergrund, dass es einfach am jeden Sonntag im August ist, also 4 bis 5 Mal im diesem Monat. Und es ist jeden Sonntag im August von 19 bis 24 Uhr, also eben 6 Stunden. Ist ganz interessant und inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass der Stunt, wo es die Lotterielose gibt, dass man da auch richtige Preise gewinnen kann. Weshalb jetzt einfach heute nochmal probieren. Ich habe mal ein bisschen Geld das letzte Mal bekommen. Preise ja sogar ja, am Lotterie-Stunt. Und da reicht das jetzt, ich kann so langer Part. Der Part geht so lang, bis ich einen einigermaßen akzeptablen Preis bekomme. Um das jetzt vereinfacht zu sagen. Und dann habe ich, glaube ich, das Feuerwerk-Ding schön und gut gezeigt. Weil ich will ja auch nicht mein ganzes Geld hier verlieren, aber ein bisschen was, denke ich mal, kann man für ein paar Summen rausgeben. Dann schauen wir jetzt mal, ob ich vielleicht jetzt einfach mehr Glück habe, wer weiß. Und jetzt auch wieder mit Hintergrundmusik. Mit der Ingame-Musik. Sorry, dass ich gerade aus war. Ich kaufe jetzt einfach mal 2, 3 Stück. Ich habe eine Idee, ich kaufe jetzt 5 Stück und lass mal ab, bei irgendwelchen was dabei ist. Das ist die Idee. Oder ich kaufe erstmal, ja, keine Ahnung, 5 Stück sind ja wieder 5 Stück. Ja doch, 5 Stück kaufe ich jetzt mal und dann sehen wir, dass ich das immer wieder hier alles erklären muss, mit wem das machen. Finde ich persönlich zwar ein bisschen unnötig, aber okay. Ah, okay, dann machst du halt erstmal die 2. Und danach machen wir weiter mit anderen Sachen. So. Ja, ich habe in der Tat viele Sachen in Lodas, der gehe mal eine Tasse mal ein bisschen ausleeren. Weil ich will das Projekt erst starten, wenn ich 5 Stück habe. Dann werde ich mal schauen, wie viel davon einigermaßen akzeptabel ist los sind. So. Dass das Projekt keine Niete bekommen. Wunderkerl zum letzten Mal, lass es auch nochmal hier. Jetzt habe ich wieder Platz. Und kann wieder rausgehen und noch 3 Glückskekse kaufen. Was ja definitiv praktisch ist. Aber es ist witzig, wie man einfach so Herzen, und da bekommt, das ist, finde ich, witzig. So, mal schauen, ob wir jetzt mehr Glück haben. Ja, bla bla blub, alles so gut. Ich will meinen Glückskeks. Danke. Gut, so haben wir gesagt, nehmen wir noch. Wir nehmen 5 Glück mit diesem Test. Und schauen, wie sehr oder wie gut oder schlecht wir denn eben abschneiden. Also noch ein Keks. Ah, ich hoffe, dass wir irgendwann mal gewinnen oder dass wir erst mehr Gewinne drin haben. Das wäre eh das Höchste. Ich meine, ja, wer weiß. Ne? Vielleicht ist das Glück ja tatsächlich so ein bisschen auf unserer Seite. So, danke schön, aber einen nehmen wir jetzt noch. Dann habe ich schon zu viel Geld für diese Kekse ausgegeben. 4000 Euro. Nein, ist doch nichts. Und das Dennis in der Sache, der Euro hier. Wir sind dann Animal Crossing. So, jetzt schauen wir mal, ob wir in irgendeinem von dem Keks auch andersweise nur Glück haben. Wir werden es jetzt sehen. Fangen wir mal mit denen an.
Okay, da ist ein Lotterielos drin. Mal sehen, was draufsteht. Und Preis B. Sehr schön. Also einen Preis haben wir schon mal. Wie gesagt, dreifach Logik. Irgendwann ist tatsächlich mal was drin. Mal schauen, ob der ganze Rest noch Nieten ist oder ob da auch vielleicht noch bei einem noch ein anderer Preis drin ist. Aber ich glaube, das meiste ist natürlich Trostpreis. Aber ein Hauptpreis haben wir schon mal, was sehr schön ist. Und mal schauen. Und okay, wie ein Trostpreis. Also erstens macht es viel mehr Spaß, als die einzukaufen, so. Und mal schauen, was hier drin ist. Und Preis H. Sehr schön. Tu mal die Hauptpreise mal hier nach unten hier hin. Und die Nieten hier hin, auf die Seite, um das ganz klar zu unterscheiden. Mal schauen, was hier drin ist. Und hui, Preis A. Das hat gleich dreimal funktioniert und nur zweimal ist. Da haben wir ja fett abgestaubt. Dann holen wir uns unsere verdienten Preise mal ab. Fangen an mit Nieten und gehen dann über ins Richtige. Ja, wir holen Preise ab. Oder fangen an, weil das dauert jetzt auch nochmal gefühlt Ewigkeit, bis wir alle haben. Fangen wir eben an mit der Niete. So, dann herzlichen Dank für eine Wunderkerze. Die werden wir auch gleich alle danach noch anmachen. Zum Schluss, zum Abschied sozusagen von dem Part hier. Weil ich finde das Feuerwerk eigentlich ganz interessant und lustig. Und das war gerade das Hufe, dass ich das jetzt entdeckt habe. Weil ich nehme das an einem Sonntag auf. Und am Sonntag, bevor es los war, abends, hab nichts Besseres zu tun. Da seht ihr mal, wann ich mich so vorbereite auf meine Projekte. So. Ach, dann geht's los mit Preis A. Oh Gott, hab ich es nicht abgelegt. Nö. Upsalala, das darf man nicht sein. Meine Preise will ich haben. Preise abholen. Preis A. Jetzt wird er sich freuen. Mal sehen. Oho, und der Tarilus A. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist dein Preis. Ein Herzentelefon. Ach, das passt so richtig zu meinem. Na, das haben wir uns jetzt mal an. Das wär's und vielen Dank. Okay. Gut, das Telefon bauen wir jetzt mal in unserem Haus auf und schauen uns das mal an. Aber Herzentelefon, ich denke mal, das sagt alles aus. So, hier ist dann mal schön Platz, um das Herzentelefon hinzustellen. Oh mein Gott. Hallo, hier ist die Wahrsage-Hotline. Die Wahrsage voll. Leute mit dem Sternzeichen Stier. Ich bin Stier. Zufall? Ich glaube nicht. Das ist mal ganz besonders mit deinem Wegkreuzen. Das glaube ich auch hier. Ich sag ja, ich bin auch ein Wahrsager-Typ. Ich schaue jeden Abend 24/7 AstroTV und lass mich da ultra gut beraten, wisst ihr? Ich bin der Typ, dessen 1000 Mal angerufen hat. Achso, Leute, ich kann die AstroTV. Weißt du, wo Leute dann in ihre Karten so reinschauen. Und dann irgendwelchen Anrufern, die meinen, um 1 Uhr nachts bei AstroTV anrufen zu müssen, deren Zukunft zu weisen. Manchmal, wenn ich einfach, wenn mir langweilig ist, nachts halte ich AstroTV an und schaue mir dieses Scheiße mal an. Und lache mir sehen, was zu Tode, wenn die da irgendetwas angeblich analysieren und prophezeien. Also dieser Wahrsagequatsch, alles so nur gut. Glaube es nicht dran. Aber okay, wer weiß, vielleicht. Stimmt das da und jemand ganz besonders wird meinen Weg kreuzen. Wirf dich ins Halle, bevor du vor die Tür gehst. Gut zu wissen, vor allem, weil ich jetzt morgens zu Gamescom losgehe. Wer weiß. Vielleicht ist was dabei. Das ist witzig. Auch wenn das farblich nicht passt, ist es witzig.
So, da holen wir noch die restlichen uns fehlenden Preise ab. Yay. Ist ja nicht mal so viel. Nee, es will den Preis abholen, weil es weiß, du kannst nämlich noch, die ich abholen werde. Und dann haben wir einmal Lotterielos-Haar. Mal sehen. Herzlichen Glückwunsch an Lotterielos-Haar. Sehr schön. Und hier ist dein Preis. Ultramaschine. Okay. Jetzt schauen wir uns mal an, was das ist. Ist da jetzt mein ganz Hossesand so mit Zeugs voll. Vielleicht stellen wir das aber auch einfach auch daneben hin. Ne, das geht nicht. Dann müssen wir es wohl ins Haus tragen. Wir haben alles brauchen ein größeres Haus. So langsam. Wir müssen es mal irgendwo abzulegen. Hinstellen. Ja, wo ist denn dann genügend Platz dafür? Vielleicht hier. Ui, was kann das? Ach, das Ding, das tut so, Bälle los hießen, ne? Die ja Hunde jagen können oder sowas. Wenn das jetzt in meinen Schrank nicht mehr hinkommt, okay, lassen wir es einfach mal da stehen. Vielleicht räume ich das später sogar in meinen Schrank rein, um das da aufzubewahren. Weil mein rosa-rotes Telefon, das muss stehen bleiben, das werden wir nicht mal los. Vor allem passt das unter meine Herzenohren. So, da holen wir uns mal den letzten Preis noch ab, den wir haben. So. Spielzeugfiguren-Set wird hier immer besser. Yay, das ist aber ultra affengeil. Und dann schauen wir uns nochmal unser tolles Spielzeug-Set an, was wir haben. So, dann müssen wir Glas aufbauen. Dann bauen wir das mal ab. Tun das gleich ins Schrank fast down. Halt das Ultramassin-Set natürlich nur. Das machen wir auf und stellen es hin. Ui. Ja. So. Gut, dann. Oh Gott, nein, den Schrank wollte ich nicht abbauen, das ist dumm. Hinstellen. Ich wollte nämlich das hier abbauen und in den Schrank tun. In dem noch alles drin ist, sehr schön. Dann tun wir das auch noch hin. Genauso wie unsere Wunderkerzen, die heben wir auch auf. Für ein anderes Mal, wenn wir die jetzt selbst mal brauchen sollten. Denn man weiß ja nie. Das Wasser-Telefon haben jetzt auch drin stehen. Das wird dann mal sehr toll werden. Und das sind eben Sachen, die man nur bei solchen Eventen bekommt. Das sind eben so besondere Sachen. Ich bin gesagt, Leute, die gibt es einfach nur bei solchen Eventen. Wie zum Beispiel auch unsere tollen, Herzenaugen. Auch sehr schön.
Und jetzt mit dem tollen Blick auf das Feuerwerk sage jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Den nächsten Animal Crossing Stream gibt es wieder einen Livestream. Macht's gut. Allerdings erst in 2 Wochen, weil ich voll in Urlaub bin. Das heißt, ich gibt da 2 Wochen erstmal kein Animal Crossing. Aber da war es ganz schön mit dem Feuerwerk. Macht's gut, Leute. Jetzt bis zum nächsten Mal. Und ciao.